Servus und hallo, sagt der DJ Nick und der Frank Miller und ich, ja, heißen euch herzlich willkommen jetzt hier zu einer neuen Ausgabe. Ja, ich bin gestern, wie ihr das ja schon gewohnt seid, abends, letztes Mal haben wir es vergessen, diesmal bin ich mit dem Frank abends wieder bei einem Glas Milch diesmal zusammengesessen und dann haben wir natürlich philosophiert, ganz großes Thema, natürlich Karriereende vom Frank. Und ja, er hat gesagt, ja, weißt nicht, es ist so schade und eigentlich hätte ich auch schon noch Bock und es macht mir so Freude und er will noch nicht in Rente gehen und nicht einmal in Frührente. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, Frank, dann machen wir das jetzt so, jetzt pass auf, weil die Feingemeinde ist ja wirklich überwältigend. Und da haben wir gesagt, also, ja, ich muss es ein bisschen zurückfahren, ich hoffe, ihr versteht es auch. Neue Projekte, viele Projekte, ich kann leider nicht so viele Projekte gleichzeitig machen, denn ihr werdet es kaum glauben, ich bin ja auch noch berufstätig und ich mache das eigentlich nur aus Freude, weil es mir so viel Spaß macht. Und aber ich schaffe es leider zeitlich halt nicht, noch mehr Projekte zu machen. Deswegen habe ich mit dem Frank, bin ich übereingekommen, also irgendwie hätte ich ja schon Bock, die ganzen Sterne dann noch zu sammeln. Und das halt dann noch ein bisschen weiterzumachen. Gerade war ja so eine große Fangemeinde, habe ich gesagt, also was passt, Frank, machen wir Folgendes. Wir machen auf alle Fälle noch ein bisschen weiter, aber wir werden halt die ganze Geschichte ein bisschen reduzieren. Also ich versuche und ich hoffe, es ist okay für euch. Nur wahrscheinlich wird es nur noch ein oder allerhöchstens zweimal die Woche irgendwie klappen, dass wir einen Frank auf Streife schicken. Aber auch das, denke ich, macht immer wieder Spaß. Ja, und heute ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Es ist zumindest für die, die heute noch schauen, es ist Sonntag und deswegen, ja, packen wir es an, sind wir wieder da, freuen wir uns. Alles super, alles spitze. Frank fährt nachts mit dem Auto. Habe ich das letzte Mal schon versprochen, machen wir das auch wieder. Wir fahren mind mal wieder am Baseballstadion und fahren eine Fahrzeugstreife nachts. Das ist übrigens der Stadtteil, wo uns damals dieses große Missgeschick mit diesem unsichtbaren Autounfall tralala passiert ist. Hoffen wir mal, dass das mal klappt. Gell? Weil sonst wäre ich wieder sauer, ihr wisst es ja. Bin da immer recht dünnhäutig, was das anbetrifft. Den, weil sie es immer noch nicht gefixt haben. Und es hat schon ewig, die haben ja angekündigt, ah ja, und Patches und tralala. Und es hat schon seit vielen, vielen Wochen, kein Mensch hat sich mehr um das Spiel gekümmert. Und das finde ich halt leider ein bisschen schade. Finde ich ein bisschen schade, macht aber nichts, lassen wir uns nicht unterkriegen. Der Frankie ist... In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Ja, um den Satz zu Ende zu führen, der Frankie ist trotzdem noch voll motiviert, obwohl er schon kurz vor der Rente steht. Also... Wir schauen uns erst einmal um. Es ist nachts. So wie ich das sehe, ist schon ein bisschen weniger Verkehr. So wie ich das sehe, sehe ich da drum schon wieder irgendjemand über die Straße laufen. Aber okay, ganz so schlimm wollen wir es jetzt gleich nicht angehen lassen. Und wir schnappen uns, was schnappt man uns diesmal? Irgendeiner von den Großen. Nein, da bringen wir auch nicht mehr Leute rein. Also ist völlig wurscht. Nein, ich mag den. Ich mag den. Ja, der ist cool. Ein bisschen cooler wird der ganz normale. Ist ja ein robustes Teil. Scheinwerfer, 4. Gut, dass ich jetzt noch hingeschaut habe. Rechts. Gut. Und dann machen wir uns mit dem Fahrzeug 037, machen wir uns auf den Weg. Und schauen wir mal, was passiert. Wie immer ist die Geschichte, wir kullern, wir fahren rund ums Baseballstadion, da haben wir es links. Cool schaut's aus. Ja, und schauen wir mal, was wir so sehen. Und ja, ich denke schon, wir werden einmal wieder stehen bleiben. Da haben wir zum Beispiel einen, der steht so nah am Übergang, aber okay. Und ja, da müssen wir stehen bleiben. Hilft, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe den ersten Unfall gebaut. Grutzi Nesen. Frank, magst du ein bisschen aufpassen? Sag, spinnst jetzt ein bisschen. Ich bin kaum losgefahren, warst du jetzt beinahe den da hingefahren. Aber das macht nichts, der ist nämlich gleich nicht mehr da. Der ist nicht mehr, oh, ja, was sehe ich denn da? Ja, also ich glaube, ich spinne. Ja, ihr merkt es schon, da bin ich, da weiß ich gleich gar nicht, was ich sagen soll. Schauen wir mal das noch an, da die Straßenreinigung. Dienstag, 8 bis 12 Uhr mittags, muss uns jetzt nicht interessieren. Klar, nachts gibt es keine Straßenreinigung, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht nachschauen. Er hat ein abgelaufenes Kennzeichen, weiß ich nicht, ob es euch gleich aufgefallen ist. Mir natürlich sofort, ja, seid mir nicht besser. Der Frankie, der hat ja mittlerweile, das ist ja... ins Blut übergegangen. So, aber er hat ja nicht noch nur ein abgelaufenes Kennzeichen. Schwere Körperverletzung, das kann ich so schnell jetzt nicht beantworten. Es klappt also nicht. Denn was war noch beim Frankie? Genau.
Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Er steht vorm Feuerhydrant. So, nächster Strafzettel. Ich kümmere mich um den Überfall. Danke, Kollege. Und natürlich. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Können Sie bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Danke. Gut, dass du mich nicht mich selber abschleppen musst. Lieber nach hinten schauen, bevor ich losfahre. Ja, da kann ja alles passieren, gell? Wo weiß man ja nie. So, also dann hätte ich gesagt, fahren wir da links. Dürfen wir da links fahren? Ja, linken. Dann fahren wir da links und fahren jetzt einfach mal erst einmal einmal ums Stadion rum. Die ersten Punkte haben wir gesammelt. Ich möchte. Raubüberfall in Conway. Können wir da jetzt schauen, wo das ist? Ja, Conway, Moment, direkt am Stadion, oder wie? Ist das da? Ja, Conway, da sind ja wir. Ja, logisch. Machen wir. Wo müssen wir hin? Umdrehen. Raubüberfall, ja, das heißt ja eigentlich. Ja, freilich, ey. Ja, es war ja klar, der blöde Taxler fährt wieder einfach weiter. So, wo ist der Raubüberfall? Wir kommen, wir kommen. Da ist er, tatsächlich hier am Stadion. Ah, mach das Ding aus, das nervt ein bisschen. So, schauen wir mal. Raubüberfall, super, schon lange nicht mehr gehabt, oder? Wo ist was passiert? Wahrscheinlich wieder am Zeitungsstand, oder? Aber was sonst? Anscheinend kommen hier keine anderen Läden wie ein Zeitungsstand überfallen. Ich bin am Tatort eingetroffen. Jawohl, wir sind am Tatort. Da drüben parkt einer einfach mitten auf vorm Stadion, das geht auch nicht. Und so suche ich den Tatort. Ja, so, grüß Gott, die Damen, die Herren. Steht es mir nicht alle so beteiligt? Macht sie Fotos oder wie? Tatsächlich. Finde ich auch schon wieder lässig. Wer sind Sie? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Was für ein Zufall. Ich kenne die Person, Officer. Es war mein Nachbar. Okay. Ich möchte gerne Ihren Ausweis. Ich suche jetzt nach der verdächtigen Person. Okay. Hey, hey, Moment. Jetzt einmal eins am anderen. Die verdächtige Person wurde gesehen. Achso, wir wissen es schon. Alles klar. Ja, höre ich dann auf oder wie? Nein. Tomen Jorgensen, okay, zurückgeben. Deswegen wirst du trotzdem konzentriert, lieber, kontrolliert, lieber Tome. Alles okay soweit? Gut. Dann. In Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, verpfeif dich. Entschuldigung. Sie dürfen gehen. So, du? Was haben Sie gesehen? Vielleicht haben wir noch ein bisschen Aussehen oder so? Ich glaube, die Person war hellhäutig. Hellhäutig, sagt man das jetzt so. Das ist aber nicht politisch korrekt, oder? Na gut. Sie war hellhäutig. Ihren Ausweis, bitte. Hier ist er. Dubois. Faide hier, Dubois. Ist ein Officer verfügbar? Na, das geht jetzt nicht. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Fräulein, dein Ausweis ist abgelaufen. Ist dir das eigentlich bewusst? Da müsste man dir jetzt leider eine Strafe aufbrummen. Es hilft nichts. Moment. Erst das. Waffenschein nein, Ausweis abgestrahlt. Ja, das wissen wir. Dann gibt es gleich mal eine Strafe. Machen wir mündliche Verwarnung. Ja. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Was für eine Erleichterung. Danke, Officer. Okay, keine Ahnung, was mich dazu jetzt geritten hat, aber irgendwie. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ich weiß ja nicht. Haben wir tatsächlich einen Punkt dafür gekriegt, oder wie jetzt? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich glaube, ich erinnere mich an die Haare. Aber Haare haben wir leider nicht in unserer Auflistung, also haben wir davon nichts. Ihren Ausweis bitte. Mann. Klar, bitte sehr. Frisch ja eh um. Eigentlich reicht's ja. Und so ungefähr sieht man es ja auf dem Foto. Übrigens links, ne? Seht ihr das? Okay, Kawai Robles, kein abgelaufener Ausweis, heißt noch gar nichts. Wahrscheinlich, Fahrzeugdaten. Hat kein Auto? Okay. Naja, gut, dann ist alles soweit als koscher. Schönen Tag noch. So, haben wir sonst noch einen Zeugen? Nein. Jetzt heißt es, Moment. Die wurde. Aha, okay. Wir sind also, die hält sie also angeblich hier noch irgendwo auf. Das heißt, wir müssen diese
Prisch Eon Prisha, weiß ich leider nicht, was vor ein Nachname ist, steht, läuft hier irgendwo nur rum. Und jetzt, das ist genau das, was ich meine. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Ahnung, warum jetzt diese Minikarte dann verschwindet. Also das ist ja sowas von doof. Okay, und du darfst hier sowieso nicht stehen. Brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Nein, sorry, Leute. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Und jetzt leider nur eins am anderen übernehmen. Schauen wir uns das Kennzeichen. April 22, der ist ja noch abgelaufen. Ja, Wahnsinn. Ja, was ist denn da los? Also, zack. Das machen wir mal so nebenbei, während wir diese Verdächtige, kann man das so sagen? Ja, Verdächtige suchen. So. Dann darf er hier natürlich überhaupt nicht stehen. Völlig klar. Oh, also die Punkte ganz schön. Kannst du einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Alles klar, passt, reicht mir schon. So, und jetzt suchen wir weiter unsere Dame. Vielleicht da in dem Park. Und jetzt muss ich halt immer auf die scheiß Karten schauen, ob wir uns noch... Wir brauchen Unterstützung. Na, das geht jetzt nicht. Ich suche jetzt erstmal diese Verdächtige. Das ist halt blöd, dass man leider keinen Anhaltspunkt auf die Klamotten haben. Das hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Weil dann müssen wir echt, dann muss man echt immer haargenau hinschauen. Na gut, die ist es nicht. Also hellhäutig wisst man halt, aber mei, das kann ja. Wie man sieht, die sind ja hier alle hellhäutig. Die hat zum Beispiel verdächtig ausgeschaut. Na, ist aber auch nicht. Wie vielleicht könnte sein? Hi. Darf ich da jetzt am Ausweis fragen? Ja, das ist immer blöd, gell? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Also gesichtsmäßig schaut es ja schon ähnlich. Ja, andere Haare ein bisschen, aber... Na, alles klar. Ist jemand einsatzbereit? Raubüberfall schon wieder. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Aha, okay, ja, wenn wir halt die Karte dann sehen würden. Aha, okay. Hier ist 4431, ich übernehme den Raub. Dann müssten wir ein bisschen weiter Richtung, was ist denn das dann? Ah ja, oben wird es angezeigt, stimmt, das vergiss ich immer wieder. Oben haben wir ja diesen Radar. Unterstützung. Wer kann helfen? Ach, was ist... Wer von euch drei, die ihr da übereinander... Okay. Lasst das gut sein, das finde ich sowieso nicht raus. Hier ist 4561, ich kümmere mich um den Überfall. So, hier ist die entdeckt worden. Das wäre natürlich jetzt cool, wenn wir die... Was, wie? Na, du willst irgendeinen Weg wissen, den ich nicht weiß. Ja, sag einmal, was ist denn heute los? Nachts werden hier. Moment mal. Nein, ablehnen. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Was ist denn jetzt mit der? Ist die jetzt weg, die Verdächtige? Hat sie das jetzt aufgelöst oder wie? Ach komm. Weil wir zu lang braucht haben oder wie? Ja, was willst du denn? Konnte doch eh nicht helfen. Ja. Entschuldigen Sie, Officer. Ich kann das Steak and Whiskey nicht finden. Kannst du das Steak and Whiskey nicht finden? Ich schaue, ob ich es auf der Karte finde. Ich suche ja jeden Tag, aber ich kann es oft auch nicht finden, weil viel zu viel Whiskey drin ist. Keine Ahnung. Ja, wir haben bis jetzt hier anscheinend nur das Stadion entdeckt. Das hilft natürlich nicht. Sorry, weiß ich nicht. Verpackt. Oh, das ist ganz schön weit von hier. Ja. Notfallunterstützung angefordert. Bitte melden. Schweren Unfall? Oh ja, dann machen wir das. Unterwegs. Machen wir. Wenn die Verdächtige weg ist. Eieiei, Frankie, super, voll im Einsatz. Aber wir haben nicht so viel Zeit, du musst die schicken. So, steig ein. Okay, im schwerer Unfall dürfen wir.
So, Minuspunkte habe ich schon gekriegt. Jetzt weiß ich nicht für was. Wahrscheinlich, weil wir der Dame den Weg nicht weisen konnten. Oder... Zäge wäre in den Bereich mit hoher Kriminalität zu. Ja, Entschuldigung, wenn ihr mir diesen scheiß Ding zuweist, was soll ich jetzt machen? Ach Mann, das ist auch schlecht gemacht. Da ist der Unfall. Jetzt sind wir da, jetzt machen wir das auch. Dann fahren wir wieder zurück, das hilft ja nichts. So Leute, was ist hier los? Haben wir irgendwelche Verletzten? Das ist mal das allererste, was wir immer schauen. Du scheinst nicht verwechselt zum sein, weil sonst warst du ausgestiegen. Okay, so schwer ist der Unfall gar nicht, weil schwerer Unfall ist eigentlich für mich nur, wenn wir wirklich Personenschäden haben. Aber gut, jetzt sind wir da, jetzt haben wir es angenommen, also ziehen wir es auch durch. Hoffentlich wie immer unsere Routine und sprich bitte nicht das Auto an, sondern die Leute. So. Was genau haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Mein du armer Kerl, ehrlich, du tust mir so wahnsinnig leid. Du schaust ja auch total durcheinander aus. Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Total durcheinander. Oh, Herr Officer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, geschweige denn tun soll. Alavado Jungmin. Echt bist es du? Ja, könnte schon sein. Nein, immer schwierig zum sagen. Ohne Brille. Gut. Waffenschein, nein, alles okay. Versicherungsstatus ungültig, alles klar. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann musst du was anderes einfallen lassen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ach, geht, du Kruzifix. Warum seid ihr immer alle so mitgenommen von diesem Unfall? Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Aber jetzt ist mir schon klar. Oh, Moment einmal. Ach so, ja, genau. Jetzt wollte ich gerade sagen, der hat uns ja gar kein Versicherungsding gezeigt, aber die zeigt uns auch keinen. Ampardoli bedeutet das dann immer, sie haben keinen, oder? Mann, Taxifahrerin ohne Versicherung, da bleibt mir ja gleich das Herz stehen. Offener Haftbefehl auch noch. Ah, mei, oh, mei, oh, mei. Gut, okay. Die hat nicht einmal... Wie? Führerschein? Nein. Aber die hat uns einen Führerschein gezeigt. Ja. Na, das war nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Ja, dann bleibt mal stehen. Da offener Ding. Offener Haftbefehl. So, was ist mit dir? Du bist auch wahrscheinlich total fertig, oder? Sag's. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Du verstehst nicht, was passiert ist? Du hast einen Unfall gebaut, beziehungsweise du bist hinten draufgefallen. Du bist doch unter Drogen, oder? Also Drogen oder Alkohol, wollen wir wetten? Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Der wankt schon so. Maximiliano Becker. Ein Schelm, wie ein Böses dabei denkt. Hat auch keine Versicherung. Ja, sag mal, was ist mit euch alle los? Und ist auch behaftet. Ja, sag mal. Das ist ja geil, echt. Okay. Dann machen wir das. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, das denken immer alle nicht. Okay, dann haben wir sonst nichts, oder? Wir haben alle befragt. Dann, Frankie, Kamera erst einmal. Was ist denn da alles kaputt gegangen? Ist dir vorne der Scheibenwischer kaputt gegangen, weil dir hinten einer draufgefahren ist? Nein. Aber das reicht ja hinten und vorne nicht. Was fehlt denn dann noch? Habe ich irgendwas vergessen? Liegt auf der Straße noch irgendwas rum? Ah, das ist aber arg wenig.
Da liegt doch noch was. Was ist das? Da haben wir schon. Ich weiß, was ich meine. Ich bin ja auch so ein Depp. Seht ihr es einmal. Wahrscheinlich habt ihr schon alle geschrien. Nee, Nick, was machst du denn? Ich nehme nur schnell eine Probe, ja, um zu sehen, ob sie betrunken sind. Das Wichtigste habe ich eigentlich vergessen. Jetzt sag mir nicht, dass du betrunken bist, weil sonst muss ich euch 0,01. Okay, das geht gerade noch. Sonst muss ich nämlich alle drei mitnehmen. Geht wieder nicht. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Wahnsinn, da sag ich nur, der andere schaut so an. Also, es schaut so aus, als hätte er irgendwelche Drogennummer. Dann kontrolliere ich nicht. Wahnsinn. Also manchmal. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja. Gut, soll jetzt keine Ausrede sein, ist aber eine. Schon lange nicht mehr gemacht. Weil das jetzt schraubt das auch nach oben. Okay. 0,008. Wie kommen wir denn das? Haben wir gerade Hustengurt gegessen oder was? Um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay. Alles klar. Uano. Ist der bedimmt, bitte. Kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob. Ist ja völlig wurscht gegen diesen Haftbefehl. Da ist man dann wurscht, ob es bis. Ja, ja, betrunken ist er. 0,14. Alles klar. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Wunderbar. Und jetzt ist er auch vollständig. Perfekt. Und Amphetamine auch noch. Ja, aber jetzt hätte ich drei Gründe, dass ich ihn festnehme. Oder Haftbefehl war ja auch noch offen. Können wir nochmal nachschauen? War der Glatzkopf? Ja, offener Haftbefehl. Alles klar. Gut, dann folgendes. Okay, ja? Hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Ja, voll, hey, Alter. Der ist ja sowas von ausführlich. Du, da guckst du mal. Ich muss Sie festnehmen. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Wie was, was? 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 Und gegen Sie war das, was ich jetzt war nochmal. Ah, Mist, jetzt weiß ich es wieder nicht. Aber wir kontrollieren. Das war die Dame. Auch ein offener Haftbefehl. Gut. Ja. Nein. Ich bin jetzt. Altstellen anliegen. Dokumente. Offener Haftbefehl. Ich habe es nicht gesehen. Ich muss Sie festnehmen, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Was? Davon habe ich überhaupt nichts gewusst. Und er war der Einzige, oder? Oder war mit. Jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Er war der Einzige, der eigentlich in Ordnung war, oder? Test und so weiter. Okay. Sie dürfen fahren. Schönen Tag. Scheiße, weiß ich jetzt immer genau. Ist wurscht. Warst du mit dem Auto noch weg? Warst du mit dem Auto noch weg? Okay. Ich habe hier einen Tag. Oh, wir essen doch so laut, alter Schwede. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Alles klar. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihren Standort geschickt. Wunderbar, da stehen ja die anderen zwei. Währenddessen kriegt der noch ganz schnell einen Strafzettel. Das ist wieder lässig. Frankie, das ist absolute Top-Polizeiarbeit. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. So, und dich nehmen wir mit, Fräulein. Ja klar, logisch, das bringt ja erst die Punkte. Die bringen wir zurück, die zwei. Ist ja wohl völlig klar. Ja. Affengeil. Wow. Ganz schön was los in der Nacht in Brighton. Ach, man hört immer die Tür nicht. Man hört die Tür nicht und die Zellentür hört man auch aber nicht. Bitte kooperieren Sie. Ich bringe Sie auf die Polizei. Ah ja, da ist echt, das läuft wie am Schnürchen. Schaut, die zwei Abschlepper sind auch schon da. Blockieren zwar jetzt wieder alles. Müssen wir jetzt wieder warten, bis die weg sind. Oh. Ja, gut. Ja, Jungs, schickt euch ein bisschen. Alles klar? Weil, achso, Moment, ich könnte eigentlich rückwärts wegfahren, gell? Wo ist das nächste Polizeirevier? Können wir das von da jetzt sehen? Wie, da? Ist da gegenüber Polizeirevier? Ja, tatsächlich? Ja, super. Und
Wo ist da die Einfahrt? Ja, hier ist die Einfahrt. Ich sollte zurückgehen? Ja, ja, das weiß ich schon. Ist hier die Einfahrt oder da drüben? Da drüben geht's auch rein. Okay, gut. Ja, hey, perfekt. Alles klar. So, da steht jetzt wieder alles, weil keiner mehr Bock hat, irgendwas zum Tor. Macht nichts. Wie eingefroren, alles. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Auf einen kompetenten? Okay, also Sie haben das Recht auf einen kompetenten Rechtsbeistand. Nicht auf irgendeine blöde Pfeife, sondern auf einen kompetenten Rechtsbeistand. Ist ja interessant. So, okay. Wir bleiben hier stehen. Das ist nämlich gar nicht unser Polizeirevier. So, aber ich denke, wir können hier die Leute... Nein, Frankie, nicht wieder einsteigen. Oh Mann, jetzt gestell dich nicht so. Das ist ja furchtbar. Hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Sie kommen jetzt in die Zelle. Wir kehren schon wieder zurück. Wie er hier sagt, kehre zurück. Ja, mei, sorry, dann verstehe ich nicht. Nein. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Dann weiß ich nicht, warum ich diese Aufträge immer untergejubelt kriege, wenn das ja gar nicht mein Zugangsbereich ist. Aber das ist, lässt sich wahrscheinlich nicht irgendwie Sie ändern. Bleiben Sie vorerst hier. Und jetzt hau halt einmal die Türkscheid zu. Kritze fix, Frankie, echt, hey, wo das Herrn? Ah, das ist ja echt langweilig. Das hört sich auch wie eine Papiertür. Komm, hau zu. Bumm. Mach ich selber das Geräusch. Boom. So, okay, die zweite auch noch. Auf geht's, wir müssen hier vorwärts kommen. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle in der Polizeidienststelle. Genau, hast du das ordentlich beschrieben, Frankie. Ah, schneller geht immer nicht, gell? Na, oh Mann. Ihre Schicht ist um. Ah nein, das darf wohl nicht wahr sein. Echt? Ja, die Zeit fliegt tatsächlich. Wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde unterwegs. Das ist ja krass. Leute, es tut mir leid. Ja, aber das hoch und heilig versprochen, wirklich, wenn wir irgendwann einmal zur Abschluss kommen, dann machen wir es eine gescheite. Also mindestens eine Stunde. So, okay, was haben wir? 400 Punkte. Ist man immer im Dienst. Ja, ja, red halt du ein bisschen Blätter her. So, wunderbar. Dann, ach so, Moment einmal. Ein Moment, jetzt kommt mir gerade was. Deine Schicht ist um. Und wir können doch auch hier ausquartieren, oder? Aber das war natürlich jetzt ein totaler Zufall, wenn das jetzt alles geht hat. Kannst du die da hinsetzen, oder? Oder da? Ja, cool. Alles klar. Das wollte ich nochmal rumfahren. Ist ja Unsinn. Ist ja ein totaler Blödsinn. Frankie, Frank Miller, du bist der You are my hero. Also, das war jetzt einmal wieder Aktion. Schauer. Da habe ich ja gleich Gänsehaut. Gut, also ein Unfall mit. Ja. Und was haben wir? Oh, cool. Drogenhändler verhaften, freigeschaltet. Ist ja geil. Okay. Da bin ich gespannt, ob man sowas erkennt und wie man das erkennt. Ich will wissen, wo diese alles plus. Ja, Hero. Frankie, Wahnsinn. Wo sind die Minuspunkte? Da. Fußgänger. Unrechtmäßige Ausweiskontrolle. Wer war das? Das war diese Dame, wo ich gemeint habe, das ist die Verdächtige, aber es nicht genau gewusst habe. Ja, das habe ich ja vorher schon gesagt. Ah, das ist immer ein Wagnis, gell? So haben sogar nur für den Einsatz. Cool, da kriegt man auch nochmal extra. Saugut. Und gegrüßt haben wir auch. Und Sehenswürdigkeiten haben wir auch freigeschaltet, wenn ich auch jetzt gerade nicht weiß, welche, weil das waren dann ein bisschen zu viele Einblendungen. Ja, super cool. Also, was haben wir? 629 Punkte. Wir haben schon, waren schon über 1000, also, aber ja. Ja, und jetzt gehen wir mal davon vom Schnitt aus, brauchen wir also nur 2 oder 3 Sendungen, dann hätten wir da auch wieder, ja, ja. Also ihr Lieben, ich hoffe, es macht euch Spaß, dass wir leider nicht mehr so oft, aber doch noch beim Frankie ein bisschen bleiben. Und eigentlich müsste das jetzt freigeschalten sein, ist es aber nicht. Wir bleiben aber hier und dann würde ich sagen,
Nächstes Mal Jefferson, mal wieder ein bisschen zu Fuß geht. Ich glaube, jetzt sind wir dreimal am Stück mit dem Auto gefahren. Haben es eh fast nicht. Gut, man kann halt keine Verbrecher mitnehmen, gell? Und auch keine Drogenhändler, aber festnehmen kann man es. Und ich glaube, Drogenhändler kannst du eigentlich auch nur festhalten und einsperren, wenn du zu Fuß gehst, weil mit dem Auto, wieso ist denn das mitgegangen? Cool. Nächstes Mal eine schöne Fußstreife in Jefferson. Danke fürs Einschalten. Eine halbe Stunde ist schon wieder durch. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Freude und ich hoffe, ihr bleibt immer wieder nur dabei, auch wenn ihr nur ein bis zweimal in der Woche kommt. Ich schaue, was sich tun lässt. Danke. Also, der Frankie, bin ganz begeistert. Super. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Bitte einen Daumen, wenn euch das Spaß macht, weil ich lebe von Daumen und Abos und so weiter. Ihr wisst es ja. Und schaut auch in die anderen Programme von Kanal 4000. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.